So, wir sind wieder unterwegs, wieder Richtung Zwiesel, gleiche Richtung wie gestern und fahren dann heute nach Bayerisch-Eisenstein und dann nach Tschechien, nach Markteisenstein. Heißt auf Tschechisch glaube ich Čelesná Ruda oder so ähnlich. Das ist schon gefährlich hier im Bayerischen Wald. Also da haben wir schon wieder zwei Möglichkeiten. Bayerisch-Eisenstein 6,8 und das andere sind 9,2. Und da geht es auch nach Čelesná Ruda. Wir fahren jetzt aber erstmal nach Bayerisch-Eisenstein. Wahrscheinlich über Zwiesler Waldhaus und Schwellhäusl. Ah, da geht es ja auch nach Čelesná Ruda, 9 Kilometer und da sind es 12. Aber wir wollen ja Bayerisch-Eisenstein aus. Ja, natürlich. Geht ja in beide Richtungen. Zwiesler Waldhaus 3,7 und da 5,7. Ah, das ist ein Durcheinander hier, ist egal. Es sind überall Radwege angeschrieben. Da wieder Nationalpark Bayerischer Wald. Eisenstein 6,8. Ja, und das andere sind 9. Genau, da steht es wieder dran. Gut. Ja, dann fahren wir. Das Wiesler Waldhaus waren wir ja auch gestern schon. Dann fahren wir mal hier weiter. Das wird jetzt Schwellhäusl sein. Und wir müssen wahrscheinlich da weiter. Nee, da steht Bayerisch Eisenstein. Schaut aber auch wild aus.
So, wo geht's jetzt weiter? Nur weiter rauf. Bin gespannt, wie hoch der Hochbergsattel ist. Ja. Was ist jetzt damit geradeaus gemeint? Halt hier. Jetzt sind wir scheint oben, 850. Ja, das ist der Sattel jetzt. Ja, das schaut schon, aber die haben es ja alle abgesägt, die Bäume. Und jetzt? Wo müssen wir jetzt hin? Jetzt habe ich doch gar keinen Hinweis gesehen. So rum. Eher darum, gell? Das ist der letzte Bahnhof vorm Ende. Von hier sieht man nochmal. Ah, da ist Waldbahn. So, also kommt ja wahrscheinlich gleich Grenze, oder? Naturpark Wirtshaus Grenzbahnhof. Da schaut, da ist schon das Grenzschildle. Das ist die Grenze. Ja, wir sind schon drüben. Na, das weiß ich jetzt eben nicht, weil da ist dieser Radweg 13, Regentalradweg, dann da steht Celesna Ruda. Ich weiß nicht, ob das jetzt so runter oder ob das dahinter gilt. Das weiß ich jetzt auch nicht. Also ich meine eher da vielleicht. Also Radweg ist an sich hier angeschrieben. Da sind jetzt vorhin Fahrradfahrer herkommen. Fahren wir halt mal runter, dann sehen wir schon. In Tschechien hat es mehr Wind. So windig war es bei uns nicht.
Attenberg, da könnte man da Oh ja. Aber da gibt's keinen Wotan. Schau mal, Kugeln. Da gibt's ganz viele Kugeln, weil da wollte doch der Klaus Grischbaum Kugeln tauschen. Muss mal schauen. Uff. Aber jetzt schon mal her, das verstehe ich jetzt nicht. Da steht jetzt Celesna Ruda zurück, wieder 3 Kilometer, da wo wir herkommen sind. Muss man das verstehen? Da geht der Nationalradweg, Parkweg weiter, aber wir sind gar nicht im Ort gewesen. Der heißt ja dann irgendwie Ruda oder? Ja, eben. Genau. Also gut, dann probieren wir es jetzt hier und schauen mal, ob das funktioniert. Gut, also in Tschechien haben wir jetzt ein Originalpilz, eine Urquell. Dann probier mal, wie das schmeckt. Ja, Prost. Und wie schmeckt's? Ja, gut. Gut. Halt schon süßen Nachgeschmack. Wie lange haben wir gewartet auf die Pizza Margherita? Ja, lang. Nicht. Egal, jetzt haben wir sie jedenfalls. Mhm. Endlich was essen. Die ist frisch aus Italien eingebrochen. So, was haben wir jetzt für eine Nachspeise? Irgendwie Pfannkuchen mit Eis und ein paar Beeren. Palatschinken. Palatschinken. Mit Waldbeeren. Schokosahne. Nee. Schokosauce, Sahne, Eis. Gut. Das tschechische Kaiserschmarrn halt. Kaiserschmarrn ist ganz was anderes. Tschechische Palatschinken ist eigentlich, kenne ich aus Österreich, wienerisch. Palatschinken. Egal, wir probieren es jetzt einfach. Also nach unserer Pause im Café Schneewittchen, wie hat es geheißen? Schnee? Weiß ich nicht. Schneewittka oder so ähnlich. So, und dann geht es jetzt hier weiter. Da ist jetzt der Fahrradweg Nationalpark wieder angeschrieben.
haben wir jetzt hier tschechische Alleenstraße. Nicht die deutsche. Ich glaube, wir sind schon in Tschechien. Ja, bestimmt. Wir dann schon, wenn wir rüberkommen. Wir schauen dann die Bäume anders aus, oder? Ja. Das ist die tschechische Alleenstraße. Ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Sehe ich gar nicht mal einen großen Arbeiter, den haben wir da. Ah, da rechts von uns ist er jetzt. Oh, ich bin jetzt irgendwie so voll gegessen. Wir fahren schon wieder bergauf. Sind schon wieder auf 800 Meter. Da, Schilder sind nur auf Tschechisch. Und die Bildler schauen ein wenig anders aus wie bei uns. Also, ja, die Grenze werden wir dann schon mitkriegen. Nehme ich mal an. Waren ja so 3 Kilometer oder so. Ja, also nachdem wir jetzt hier an, muss ich mal umdrehen, an dieser Kreuzung, das sind ja 1, 2, 3, 4, 5 Wege, gerade gerätselt haben, wo es weitergeht, habe ich jetzt da unten unser Schildli entdeckt. Hier, Radweg, bayerischer, das ist unser Radweg. Weiter. Also gut. Hütte ist gesperrt. Aha. Ja. Okay, also gut, Single Trail. Ui, schau mal. Grenze. Ui, und dann geht's gleich bergauf nach der Grenze. Okay, Bundesrepublik Deutschland. Wir haben es geschafft nach Deutschland. So, wir sind wieder in der BRD. Waldhaus 2,3. Also in Deutschland gibt es keinen Holzmangel. Die ganzen Wegweiser lesen erst. Aber geradeaus weiter geht der Radweg nach Zwieseler Waldhaus. Ludwigsthal, Zwiesel geht's da vorbei. Ja, das passt. Das muss ich wahrscheinlich fotografieren, das ist Blockhaus. Das ist so mein Ding.
gesehen beim ersten Mal. Nee, da sind wir vorher nicht durchgefahren. Wo geht's jetzt weiter? Nach? Also Ludwigsthal ist schon mal richtige Richtung. Wildniscamp am Falkenstein ist da gestanden. Da wird schon das der Falkenstein da links sein. Der super Wildcamping, kein Mensch da. Aus zur Wildnis. Aha. Ja, schau mal her, da kann man aufgehen. Mensch, wieder was zum Klettern. Rüber links. Klaus, Bad, wie weit? 30 Kilometer. 30 Kilometer, wir haben es vor der Haustür. Kostenpunkt null. Haben wir hier Gebietsanspruch und Familiensinn. Ach, Wolfsgehege. Ja, die leben hier, die Wölfe. Die haben mir schon gedacht, warum machen die da einen kompletten Zaun rum? Ja. Aha. Oh, Speisekarte gibt es auch. Hm. Was essen die? Viel. Alles andere an Tiere.
vor allem Einzelgänger. Was ist das? Ist das die Höhle, oder? Und wo ist jetzt die Höhle? Da, nein? Ach so, dann müssen wir die Fahrräder da hinstellen. Da geht's wieder raus. Okay, das passt. Gott, das Essen schon fertig? Was? Das Essen schon fertig ist. Okay, wir kommen. Wir haben auch gar keinen Hunger. Wir haben so üppig gegessen. Also so vorerst. Ja, das wird schon gegessen. Wenn nicht heute, dann morgen.